ich weiß nicht, ob es das neue Jahr ist, aber irgendwas hat mich beflügelt, dieses Jahr hier in unserer Wohnung ein bisschen aufzuräumen. Gestern hat es den Kleiderschrank erwischt, da habe ich schon mal zwei riesige Müllsäcke Kleidung von mir aussortiert. Keine Ahnung, so viel Kleidung braucht kein Mensch. Eigentlich hätte ich noch eine dritte Tüte voll bekommen. Naja, jedenfalls soll es heute weitergehen mit den zwei Hundekisten, die wir haben, weil da so unglaublich viel Krempel drin ist. Zum einen weiß ich gar nicht mehr, was da überhaupt drin ist. Da will ich heute mal durchschauen und das Ganze mal ein bisschen neu zu organisieren und ein bisschen aufzuräumen und das, was wir nicht brauchen, auszusortieren und mal schauen, entweder ins Tierheim geben oder mal gucken, was wir damit machen. Bekannten geben, mal schauen. Und da ich glaube, dass das für euch interessant ist, da ihr immer wissen wollt, was wir so an Zeug für die Hunde haben, da habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal mit und dann räumen wir hier zusammen mal auf. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir mal mit der kleinen Kiste und da sehe ich schon, da sind eigentlich nur Sachen drin, die wir wirklich auch regelmäßig brauchen, könnte man, so wie es riecht, mal wieder neu waschen. Das muss man sagen, muss man wirklich oft machen, denn das sind unsere Hundebademäntel. Und ich muss sagen, je länger wir die benutzen, desto begeisterter bin ich wirklich von denen. Weil die Hunde sich wirklich immer noch total wohl damit fühlen. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir die anziehen, ist das für die so eine Art Wellness-Tag. Dann schlafen die wirklich sehr, sehr ruhig und sind an dem Tag auch nicht so hinterher, wenn wir aufstehen und irgendwo hingehen. Beide Hunde finden das richtig toll. Der Jimmy kommt mittlerweile auch richtig angewatschelt, wenn wir die benutzen. Sehr, sehr schön. Ich kann euch das Video, wo ich die vorstelle, auf jeden Fall nochmal in der Infobox oder hier oben irgendwo verlinken. Und was dann dort auch noch drin ist, sind unsere Kotbeutel. Ups, da fällt mir glatt aus der Hand. Und da habe ich mir angewöhnt, jetzt mittlerweile immer so einen riesen Pack zu bestellen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bestelle mal 20 oder 30 dieser Rollen, weil die man ja im Fressnapf bekommt. Und in unserem Fressnapf, das ist wohl so ein Franchise-Fressnapf. Ich habe dort nämlich mal an der Kasse nachgefragt. Denn die Kotbeutel kosten da das Doppelte als im Onlineshop von Fressnapf. Und auch in den Läden in Berlin haben wir die immer für 1 Euro gekauft. In Cottbus, hier in unserem Fressnapf, kosten die sage und schreibe 2 Euro das Stück. Und deswegen versuche ich dann immer im Fressnapf Onlineshop so viel zu bestellen, dass ich über 29 Euro bekomme, damit das Ganze versandkostenfrei ist. Und wenn ich einmal bestellt habe, ich glaube, das letzte Mal hat es dann ein Jahr gedauert, bis die alle waren. Und ihr wisst ja, ich liebe sie, weil sie einen Henkel haben und wirklich sehr, sehr robust, also viel robuster als die anderen, die man so bekommt. Und die benutzen wir schon seit Jahren und ich liebe sie immer noch. Und ja, hier in der anderen Kiste sind davon auch noch 20.000 Sattelringer drin. Hier 3 Packen, 4 Packen und im Keller ist nochmal eine ganze Kiste voll mit solchen Rollen. Was aber auch wirklich praktisch ist, da muss man nicht jede Woche daran denken, die zu kaufen. Und die sind eh super selten in so großen Läden, wo es diese Tüten gibt. Dann ist hier noch Jimmys alter Wintermantel drin. Ich glaube, den können wir wirklich entsorgen. Den mag er überhaupt gar nicht und ist ihm sowieso auch vielleicht 1-2 Nummern zu klein. Ich weiß nicht, warum er den nicht mag, aber seitdem wir die Bademäntel haben, bekommt Jimmy draußen sowieso gar nichts mehr an. Und wie gesagt, die Bademäntel, die ziehen wir den Hunden auch nicht draußen an, sondern wenn wir dann zu Hause sind und die trocknen wirklich unglaublich schnell. Und dann ist noch Jimmys altes Geschirr drin, was Klausi mittlerweile abträgt, aber damit sind wir gar nicht mehr so zufrieden. Kann auch weg eigentlich. Obwohl, nee, das stimmt nicht, wir brauchen das für Klausi eigentlich noch so als Notfallgeschirr. Falls man die anderen mal wäscht und die sehr, sehr nass sind, dann kann man das immer noch mal benutzen. Aber so zum regelmäßig tragen ist das eigentlich nichts und hat auch die Farbe unglaublich doll verloren. Und das war dann auch schon der Inhalt der ersten Kiste. Ich habe ja gemeint, da sind wahrscheinlich nur Sachen drin, die wir brauchen. Und zurück kommen jetzt jedenfalls wieder die Hundebademäntel. Die werde ich aber nochmal vorne hinlegen, weil ich sie unbedingt waschen muss. Und dann mache ich die Kotbeutel einfach damit rein. Die können ja da unten bleiben. Dann weiß ich, wo sie sind. So. Die nächste Kiste wird ein bisschen interessanter. Die ist auch wirklich pappelvoll und schwer. Gucken wir mal, was wir da so rausholen können. Das erste, was ich sehe, ist natürlich der Maulkorb für Jimmy, den mittlerweile auch Klausi benutzt, wenn er ihn mal braucht, wenn wir getrennt fahren. Das Video zum Maulkorb verlinke ich euch auch hier oder in der Infobox. Der bleibt auf jeden Fall. Dann haben wir noch mehr Kotbeutel, die können unten mit rein. Noch mehr Kotbeutel, die können da unten mit rein. Ja, ich habe hier so eine kleine Kotbeutel-Sammlung. Noch eins. Achso, das habe ich euch auch noch nicht vorgestellt. Da unsere Hunde ja nicht mehr die jüngsten sind, Jimmy wird jetzt fast 6 Jahre alt und Klausi wird fast 8 und macht sich so ein bisschen Gedanken um die 2,
haben wir angefangen, Grünlippen-Muschelpulver zu geben, was wohl gut für die Gelenke sein soll, weil wir festgestellt haben, dass die Hunde schon, also bevor wir das gegeben haben, wirklich ab und zu mal so ein bisschen Wehwehchen hatten, haben ein bisschen gehumpelt, waren ein bisschen steif. Und das gibt man zweimal im Jahr, ich glaube für 2 Monate immer so einen kleinen Teelöffel für die Hunde. Und das hat wirklich bei uns gut geholfen. Also wir haben zumindest seitdem keinen Gehumpel mehr. Man muss sagen, wir haben seitdem auch eingestellt, viel mit Bällchen draußen zu spielen. Also zumindest was dieses Hetzen und starke Abbremsen angeht. Ja, aber Grünlippen-Muschelpulver, wenn ihr einen älteren Hund habt, macht euch da mal schlau. Wir sind wirklich begeistert. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder dran. Ein halbes Jahr ist jetzt rum. Wir haben ein halbes Jahr Pause gemacht. Und da werden wir nochmal so eine Dose bestellen. Ich glaube, die, so eine Dose, was ist da drin? 500 Gramm, ja, hat 40 oder 50 Euro gekostet und hat für beide Hunde eine Anwendung gehalten. Das heißt, wir geben im Jahr dann so 100 Euro dafür aus. Und wenn ich einen guten Eindruck von der Sache habe und mir das wirklich gut gefällt und ich wirklich einen Effekt merke, dann muss ich sagen, ist mir der Preis auch so ziemlich egal, auch was so Zubehör für Hunde angeht. Wenn die Qualität stimmt, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Da ist, wie gesagt, nicht mehr viel drin. Müssen wir neu kaufen. Stinkt auch wirklich eklig. Ich hätte es jetzt nicht aufmachen sollen. Sehr nach Fisch und Meer und so. Dann natürlich Jimmys Dummy. Der ist schon ein bisschen ausgenuddelt, geht aber immer noch prima. Den behalten wir auch. Eine Frisbee, die ich mal irgendwann gekauft habe, weil ich mit Jimmy ein bisschen Frisbee spielen wollte. Die Frisbee-Scheibe ist aber richtig doof, weil die eh viel zu schwer ist und sich unglaublich schwer werfen lässt. Und Jimmy findet es eh total uninteressant, so ein Frisbee-Ding. Klausi findet es interessanter. Ich hatte das damals benutzt als Target, also damit Jimmy da seine Pfoten draufstellt. Das Video verlinke ich euch auch mal. Dann natürlich der Wasserkong-Buber. Der hat aber im Moment Pause, weil wir mit den Hunden kaum baden gehen. Ist eher was für den Sommer, bleibt aber, finden beide Hunde richtig cool. Dann haben wir, ach ja, Jimmys Pfund. Das hat Jimmy gefunden, als wir mal auf einem Spaziergang unterwegs waren. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sieht irgendwie aus wie von einem Drachen, so mit Schnur und so einer Halterung. Allerdings ist die Schnur ein bisschen schwer. Also was für ein Drachen soll da dran gewesen sein? Jimmy fand es jedenfalls richtig cool, als er das gefunden hat und hat es auch bis nach Hause geschleppt. Und manchmal bekommt das hier auch noch. Ist halt doof wegen dem Plastik hier. Es ist schon so ein bisschen kaputt, deswegen darf er das nicht immer haben. Ist eigentlich auch wirklich nicht hundegeeignet mit so hart Plastik. Fand es jedenfalls richtig, richtig toll und total süß und hat es dann immer so getragen und ist mit den Pfoten hier auf diese Schnur getreten und konnte das gar nicht richtig bis nach Hause tragen. Musste man ihm dann so geben, damit er das nach Hause trägt. Aber Jimmy ist ja eh, wenn er Sachen unterwegs findet, Bälle oder irgendwas anderes, muss ja gar kein Hundespielzeug sein, findet er immer richtig toll, freut sich wie Bolle und schleppt es unglaublich gern nach Hause. Behalten wir auch. Dann eine leere Packung Pflegekernseife benutzen wir, um die Hunde zu waschen. Wir nehmen ja gar kein Hundeshampoo mehr. Ist aber alle mittlerweile. Müssen wir mal neu... Ach nee, ich sehe, da ist noch eine Kernseife. Die kommt hier wieder in die Verpackung rein. Behalten wir auch. Dann ein Zettel mit einer Adresse. Der hat da nichts zu suchen. Dann ein Thema, mit dem ich mich nochmal befassen muss, und zwar Leuchterhalsbänder. Das hier ist von Kali. Wir sind nicht begeistert, weil man das einfach viel zu oft aufladen muss. Nervt mich. Auch wenn es, wie ihr geschrieben habt, natürlich über USB aufladbar ist. Ja, mag ja sein, aber ich mache das nicht jeden Tag. Finde ich zu anstrengend. Ich bin schon froh, wenn ich daran denke, das Ding überhaupt mitzunehmen. Und dann immer noch vorher dran zu denken, es aufladen zu müssen, ist ein bisschen doof. Und wie gesagt, bei uns hält das eine Stunde und dann hört es auch auf zu leuchten, ist für uns wirklich ungeeignet. Da habe ich aber mir schon ein paar neue so ausgesucht, die in Frage kommen. Da werde ich auf jeden Fall berichten, wenn ich da weiter bin und wir mit einem wirklich zufrieden sind. Das Ding ist jedenfalls nichts. Können wir aussortieren. So. Dann Klausis dicker Kong. Das hier ist aber nur ein Backup, weil wir den anderen mal verbummelt hatten und ihn aber doch wieder gefunden haben. Wir haben davon 2. Ist sein Lieblingsspielzeug, findet er richtig toll. Bleibt auch in der Kiste drin. Und da war natürlich der Akku alle. Hallo, da sind wir wieder. Dann Jimmys Halsband. Und eine Leine, oh Gott. Jimmys Halsband, ja, haben wir benutzt, als Jimmy Halsbänder benutzt hat. Ich war mit dem auch zufrieden. Ich meine, es ist ein Halsband, was soll ich dazu groß sagen. Hab damals sehr auf Cognac gestanden. Hat Jimmy auch gut gestanden.
benutzen wir jetzt nur noch zum Baden. Ja, eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr, aber zum Baden ist es manchmal gut, weil wenn das Geschirr nass wird, dauert es schon unglaublich lange, bis es wieder trocken ist. Deswegen ja, behalten wir nochmal eine alte Leine, die aber auch wirklich schon so abgenuddelt ist und auseinanderfällt. Ich glaube, das können wir auch aussortieren. Nochmal Kernseife, das kommt damit dazu. Ja, dann haben wir immer noch diesen Flock, der an sich ja ziemlich klasse ist, wenn man mit dem Hund irgendwo ist und nicht immer unbedingt auf ihn achten möchte. Zum Beispiel am Strand oder auf der Wiese kann man das so in den Boden reinrammen, den Hund hier dran befestigen. Am besten natürlich mit einer Leine, die nachgibt, damit der Hund, wenn er wirklich mal losspurten sollte, nicht so einen Ruck bekommt. Habe ich schon seit Jahren, habe ich in Berlin auch ab und zu benutzt, aber seitdem wir hier sind eigentlich nie. Ich glaube, ich behalte es doch nochmal, wenn wir wandern gehen, dass man die Hunde dann doch mal anflocken kann. Ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee, gerade wenn wir was essen wollen, muss man halt nicht so drauf aufpassen. Hebe ich mal auf, haben wir aber, wie gesagt, wirklich bestimmt 3 Jahre nicht mehr benutzt. Und habe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht, dass ich sowas noch habe. Dann haben wir Schmerztabletten für Jimmy, die wir mal bekommen haben wegen seiner Pfotenverletzung. Da war es aber nicht mehr so schlimm, haben wir dann nicht mehr gegeben. Ja, ich weiß nicht, wie lange die haltbar sind, aber ich muss übernächste Woche sowieso mit Jimmy zum Tierarzt. Dann nehme ich die mal mit und frage mal nach, ob man die noch benutzen kann. Dann Impfausweis für Jimmy. Brauche ich nächste Woche auch, kann man eigentlich auch gleich extra legen. Dann Tierarztrechnungen. Ich heb mir die Tierarztrechnung ja unglaublich gern auf, einfach mal um zu gucken, wie teuer irgendwas war und welche Medikamente wir damals benutzt haben, gerade so was Jimmys Ohrenprobleme angeht. Ich glaube nämlich, wir haben uns wieder eine Ohrenentzündung eingefangen. Da muss ich nächste Woche mal gehen. Und die Impfung steht auch an. Aber wie gesagt, ob ihr eure Hunde impfen lasst oder nicht, das ist wirklich euch selbst überlassen. Klausi zum Beispiel wird nicht geimpft. Finde ich auch okay. Ich gehe aber irgendwie immer auf Nummer sicher und da wir das bei Jimmy schon immer gemacht haben, weiß ich nicht. Lassen wir es machen. Flyer und noch mehr Rechnungen, die bleiben da aber auch drin, finde ich immer sehr interessant. Reste von einem Intelligenzspielzeug, das haben wir aber schon weggegeben. Das ist dann auch weg. Ich benutze sowas zu Hause einfach nicht. Ich beschäftige mich mit Jimmy echt lieber draußen, als irgendein Spielzeug dafür zu benutzen oder gerade so ein Intelligenzspielzeug, finde ich irgendwie öde. Hat mir am Anfang noch Spaß gemacht, mich mit ihm damit zu beschäftigen, aber mittlerweile nicht mehr so. Maulschlaufe, ja, die ist eh schon kaputt und wie gesagt, Maulschlaufen sind ja eh nicht so geeignet. Weg damit, brauchen wir nicht mehr, haben wir jetzt einen ordentlichen Maulkorb. Dann eine Schleppleine, die wir auch schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt haben. Habe ich bei Jimmy, ach, sind sogar 2 Schleppleinen, eine dünnere noch. Habe ich bei Jimmy eher im Welpenalter benutzt, brauche ich mittlerweile wirklich nicht mehr. Aber behalten werde ich sie trotzdem noch, man weiß nie. Und jemanden, der sich darüber freut, finde ich bestimmt auch. Dann einen faltbaren Wassernapf, ja, den benutzen wir auch eher zum Wandern. Behalten wir auch. Ist sehr, sehr praktisch. Obwohl wir auch finden, dass so aus der Tüte Wasser zu geben, also aus einem Kotbeutel, ist eigentlich auch nichts anderes. Aber wenn wir den mit haben, benutzen wir den auch. Dann noch ein Trockenshampoo, was ich auch immer richtig cool finde, gerade wenn der Hund nur an einer Stelle so ein bisschen dreckig ist. Ich bade Jimmy sowieso nie, es sei denn, er wälzt sich wirklich in irgendwas, was total eklig ist, also Aas oder Kot. Bei allem anderen benutze ich wirklich ein Trockenshampoo, das kommt dann einfach auf die Stelle drauf. Dann reibe ich das mit einem Tuch ein und nochmal mit einem nassen Waschlappen aus und dann hat sich das meistens auch erledigt. Also da sind wir nicht allzu überreinlich. Ich glaube, den Hunden tut das auch gut. Behalten wir aber für Notfälle. Dann noch 2 Bälle, die hatte ich mal in einem Dreierpack gekauft. Und obwohl, ich habe euch ja vorhin gesagt, dass Jimmy so auf Strüppen steht, bei diesem Ball findet er das total uninteressant. Obwohl ich schon lange nicht mehr ausprobiert habe. Die können wir auf jeden Fall auch weggeben. Findet Klausi auch nicht sonderlich spannend. Die sind langweilig. Dann haben wir noch ein Apportierset. Wow, das habe ich wirklich auch nie benutzt. Haben wir auch mal zugeschickt bekommen. Und hatte ich ja auch damals einmal verlost beim Dudelrudel. Ja, ich wollte bei Jimmy ja wirklich mal anfangen, die Sachen, und das würde sich ja anbieten, 3 Stück so in unterschiedliche Richtungen zu werfen und ihnen dann zu sagen, hol dies und jetzt hol das. Aber man muss sagen, er fand die Dinge auch nicht so wirklich interessant. Könnte man aber nochmal probieren. Lege ich mal mit auf die Vielleicht-Seite.
Dann haben wir noch einen kleinen Kong, den benutzen wir aber eher noch zum Befüllen mit Quark zum Beispiel, um es einzufrieren. Der kleine Kong ist sowieso gar nicht geeignet für Klausi, der macht ihn nämlich kaputt und frisst ihn. Und Jimmy findet Kongs eh nicht so spannend, der steht ja eher auf Bälle. Aber zum Befüllen finde ich die wirklich sehr, sehr gut. Ne? Quark und ein paar Leckerlis hier rein ins Gefrierfach und die Hunde haben wirklich lang Spaß. Auf jeden Fall für den Sommer auch. Irgendwie habe ich viele Sachen für den Sommer. Ach, guck mal, noch so ein Ball, der uninteressant war. Toll, gleich ein Dreierpack gekauft. Dann natürlich für alle, die einen Hund haben, eine Fusselbürste. So eine Fusselbürste mit Kleber dran, mit so einem Klebestreifen. Eigentlich hat das da nichts drin verloren, sondern im Flur. Da lege ich es dann auch hin. Kann man wirklich immer gebrauchen. Weiß nicht, ob ihr auch das Problem habt. So gerade mit allem. Überall findet man Hundehaare. Schlimm. Dann haben wir noch einen faltbaren Wassernapf. Der ist aber, wie man sieht, viel zu klein für unsere Hunde. Den können wir auch verschenken. Mache ich mal mit auf die Verschenk. Ach Gott. Ich habe mir damals gedacht, wenn Jimmy dieses Frisbee nicht mag, dann liegt das bestimmt am Frisbee, dann muss man doch noch ein Frisbee kaufen. Tada! Und Jimmy fand dieses genauso öde wie dieses. Toll, können wir auch weitergeben. So. Es lichtet sich, wir haben noch zweimal Kotbeutel im Angebot. Wie gesagt, ja, ich weiß nicht, wie viele hier in der Wohnung noch auftauchen. Kommt auch damit in die Kiste rein. Dann haben wir ein Geschirr, das ist aber nicht meines, das gehört dem Hund meiner Eltern. Das ist so ein Anti-Ziehgeschirr, ist doof, bringt eurem Hund bei, so an der Leine zu laufen. Ich finde eh Anti-Ziehgeschirre und Haltis, ich bin da wirklich kein Freund davon. Wenn euer Hund nicht an der Leine laufen kann, dann sucht euch wirklich einen Hundetrainer, der euch verschiedene Methoden zeigt und euch zeigt, mit welcher Körperhaltung ihr gehen müsst und wie ihr euren Hund unter Kontrolle bringt. Das ist auf jeden Fall ein machbares Problem. Das geht jedenfalls wieder zurück zu seinem ursprünglichen Besitzer. So viel zu Hilfsmitteln in der Hundeerziehung. Dann haben wir noch einen Quietscheknochen, den hatten wir irgendwann mal gekauft für Klaus. Und der hat ihn in 3 Sekunden tot gequietscht. Der klebt auch wie Sau. Ich glaube, den können wir entsorgen. Ih, was ist da dran? Huhu. Ein Tennisball, den, ach so, hat Jimmy auch gefunden auf einem Spaziergang. Der kann auch weg. Tennisbälle sind nicht gut für Hundezähne und soweit ich gelesen habe, auch nicht die Tennisbälle, die extra für Hunde gemacht sind, da dieses Material die Zähne schädigen kann bzw. schädigt. Und ich hatte wirklich überrascht, dass selbst die für Hunde nicht besser sein sollen. Also wenn ihr das wisst und solche Bälle habt, ich wollte es ja nur mal gesagt haben, der kommt weg, brauchen wir nicht. Dann eine Hundepfeife, das wollte ich ja mit Jimmy wirklich mal üben, dass er auf die Hundepfeife hört, war ich zu faul, ich finde das Geräusch zu laut. Gefällt mir überhaupt gar nicht, Hundepfeife, totaler Wuchs. An sich ja, doch, ist es natürlich cool, wenn der Hund darauf hört und wenn das so eine Art Notfallsignal sein kann und wenn man das gut konditioniert, glaube ich, dass der Hund sehr, sehr gut darauf hört, weil der Pfiff immer der gleiche ist. Ich war zu faul. Und zu genervt von dem Ton, deswegen das können wir auch weitergeben an irgendjemanden, der Lust hat, mit einer Hundepfeife rumzupfeifen. Ich bin das jedenfalls nicht. Achso, und dann haben wir noch Kackertüten, bei denen ich weiß, dass sie nicht so toll sind. Das sind die, die benutze ich aber eher für dreckige Bälle oder so auf dem Spaziergang, um die da reinzumachen. Oder für anderen Müll, wenn man den mal einsammeln will, dafür sind die dann okay, aber für große Haufen, sag ich mal, sind die nicht so gut. Dann noch... Ach so, das ist so ein Bauchgurt von einer Joggingleine und das weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Das kann auch weg. Und das war's. Ein Ohrenreiniger haben wir noch, den ich aber anscheinend nie benutzt habe. Auch nicht schlecht für Jimmy wegen seinen Ohrenproblemen immer. Aber da gehe ich nächste Woche auf jeden Fall nochmal zum Tierarzt, weil Jimmy jetzt in einem Jahr wirklich 4-mal eine Ohrenentzündung hatte und so kann es nicht weitergehen. Ich gehe jetzt auch zu einem anderen Tierarzt, als wir bisher gegangen sind. Ich will da nochmal eine zweite Meinung einholen. Bisher konnte mir niemand helfen, was ich dagegen machen kann. Bisher hatte Jimmy das auch immer nur einmal im Jahr im Sommer, wenn wir halt viel baden waren. Und da fand ich es auch noch okay, sind wir halt zum Tierarzt gegangen, haben es behandeln lassen, dann war es wieder weg. Aber 4-mal in einem Jahr ist wirklich, wirklich... schlimm. Und wir waren vor, ich glaube, 3 Wochen erst, um das behandeln zu lassen, dann war es weg. Und ich merke jetzt schon, dass es wiederkommt. Und da hole ich mir auf jeden Fall noch mal eine Meinung ein. Habt ihr auch so Probleme mit
chronischen Ohrenerkrankungen und was tut ihr dagegen, wenn ihr so Schlappohren habt, so wie der Jimmy. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gerade so ein bisschen verzweifelt und echt ein bisschen traurig, dass Jimmy da so Probleme hat. Und das war's auch schon. Jetzt ist ja nur noch Müll drin, den räume ich dann mal nachher nochmal zusammen. Das war alles, was wir so haben. Natürlich liegt noch unglaublich viel an Spielzeug für die Hunde in der Wohnung rum. Wenn ihr wollt, dass wir euch das zeigen, so mal zeigen, wo die Hunde eigentlich so immer liegen, wo sie sich gerne aufhalten und was für Spielzeug sie haben hier für zu Hause, dann schreibt das gerne in die Kommentare, da können wir bestimmt nochmal was machen. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.